bin hier im Helplines-Projekt Kinder Paradise in Accra, Ghana. Und gemeinsam mit dem ZDF Digital versuchen wir hier eine ganz neue Technik. Und zwar machen wir ein 360-Grad-Video über dieses Projekt. 4 Tage lang waren wir mit einem dreiköpfigen Filmteam in dem Kinderdorf. Regisseur und Autor des Videos ist Christoph Warneck. Er hat schon viele spannende TV-Dokumentationen und Reportagen gedreht. Das 360-Grad-Video muss man sich vorstellen wie eine Videokugel, in deren Mitte sich der Zuschauer befindet an einem festen Standort und in der er selbst die Möglichkeit hat zu entscheiden, wo schaue ich hin. Und dadurch rückt man natürlich viel näher an diesen Ort heran, als man es jetzt bei einem herkömmlichen normalen Video eben tun würde. Die Kamera, die hier zum Einsatz kommt, ist keine gewöhnliche Kamera. Sie nimmt nicht nur eins, sondern gleich 4 Bilder parallel auf und deckt damit alle Himmelsrichtungen ab. Bevor später der eigentliche Schnitt losgehen kann, müssen die 4 Bilder zunächst digital zusammengeflickt werden. Und dies ist nicht die einzige Herausforderung. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir halt beim Dreh selbst, wenn die Kamera mal läuft, nicht mehr im Raum sein können, weil wir sonst natürlich als Team sofort auffallen würden. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn die Kamera einmal an ist, keinen Einfluss mehr auf die Szene, sondern können nur noch aus der Ferne eben beobachten. Es gibt eine Funkverbindung zum Tablet, können wir beobachten, was passiert. Was hier natürlich noch dazu kam, ist die Sprachbarriere und der kurze Zeitraum, den wir hier vor Ort waren. Das heißt, wir sind Montag angereist, ich habe am Dienstag die Kinder kennengelernt und musste eigentlich innerhalb kürzester Zeit probieren, eine Beziehung aufzubauen. Das Team versuchte, die Kinder aktiv in das Projekt mit einzubinden. Ein Crashkurs in Sachen Filmdreh erwies sich als wahrer Eisbrecher. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wenn wir nach Hause kommen, wie dieser Film dann am Ende aussehen wird und ob wir es schaffen, das, was er erreichen soll, dann eben auch an die Leute weiterzugeben.